Und nun einen wunderschönen guten Morgen. Gesundheit, Alex. Gesundheit. Gesundheit aus Las Vegas. Live aus Las Vegas. Nicht live, einfach nur so. Willkommen in Las Vegas. Willkommen. Hier kriegst du mal noch ein paar Fotos. Der Tag des Besuches des Grand Canyon ist endlich da. Genau. Wir gehen jetzt zur Coliseum Bus Area. Genau. Coliseum Bus Area, nicht Kolosseum, wie einige jetzt vielleicht sagen würden, weil es das Caesar Palace ist. Nein, es ist das Coliseum Bus Area. Das ist der englische Weg. Ist mir scheißegal. Egal. Auf jeden Fall geht's da jetzt. Okay. Auf jeden Fall, von da aus geht es zum Flughafen mit einem Touri-Flugzeug dann weiter Richtung Grand Canyon. Dort der Umstieg in ein Helikopter, mit dem Helikopter auf den Grund des Canyons, wo wir dann eine 20-minütige Colorado River Tour haben. Dann wieder mit dem Heli nach oben zum Skywalk, dann eine Runde auf dem Skywalk, dann wieder mit dem Touri-Flugzeug zurück nach Vegas und der Shuttle hier hinten. So, dann sind die ersten 10 Minuten um und dann... Nee. Also es wird sich auf jeden Fall den halben Tag überstrecken. Landet und es ist angekündigt, was sind Temperaturen? 34, 35 Grad. Ja, super. Sonne pur, keine Wolken. 34 Grad, es hat keine Wolken, Sonne, Sonnenbrand. Bestes Wetter für Sonnenbrand. Auf jeden Fall. Aber egal, die Aloe Vera ist hier nun im Haus. Es geht los. Wir gehen jetzt zum unserem kleinen Flieger. Jeder von uns hat das Glück, dass wir einen Fensterplatz haben. Wir sind ja nur zu 6. Ach du Scheiße! Oh Gott! Das wird ein Flug! Wir sind gerade gelandet, irgendwo in der Wüste auf meinem Grand Canyon und ja, der Flug mit der Cessna war mega. So, es gibt eine kleine Planänderung. Als erstes geht es mit dem Bus zum Skywalk, danach geht es weiter mit dem Helikopter. Wir haben hier schön noch Essen und Trinken bekommen. Das Einzige, was richtig scheiße ist, ist, dass wir auf dem Skywalk keine Fotos machen dürfen. Das ist ätzend. Man kann es einerseits verstehen, weil die wollen natürlich dann dadurch cooler machen, indem die dann selber halt Fotos machen, aber ich finde scheiße. Ich meine, man ist nur einmal hier. Ich möchte die Fotos gerne selber machen. Aber naja. Der Skywalk. Mega. Die Aussicht, die man da hat, ist der Wahnsinn. Ich habe schon bessere gesehen. Klar. Ja, wir müssen jetzt noch ein paar Fotos hier machen von außen, weil, ja, wie gesagt, auf dem Skywalk durften wir da keine machen. Von außen darf man das allerdings. Danach geht es mit dem Bus noch an eine dritte Station, wo man auch noch sehr schöne Fotos machen kann. Wo ist unser Park Ranger? Nein. Und, Achtung, Farbe, Tiefflüger. Und ja, nach der Busstation geht es weiter nach, also wieder zurück zum Flughafen, wo wir dann mit dem Helikopter noch ein paar Runden drehen. Das wird geil. Ja, habe ich auch schon gesagt. Dann machen wir noch Zwischenstopp. Und ja, die beiden Herren haben es ja nicht so mit der Höhe und die haben den Grand Canyon überwunden. Also den Skywalk, wollen wir mal nicht übersprechen. Okay. Der Grand Canyon ist ein bisschen mehr. Der Grand Canyon ist, ja, nur dezent mehr. Michi, weißt du gerade, wie der Punkt hier heißt? Guano Point. Okay, wir sind am Punkt 3 angekommen. Und ich stelle mich immer ein bisschen sicherer hin, weil... Da geht's runter! Das ist sau steil! Aber so geil! Das ist Wahnsinn, was wir für eine Aussicht haben. Krass. Das einzige Schade ist ja nur... Ich kann das nicht wirklich auf dem Display, also in der Kamera einfangen, ne? Das muss man erlebt haben, das ist Wahnsinn. Also ich hätte mir das niemals so vorgestellt. Also wirklich, egal wie weit man hier schaut, man sieht einfach nur die Klippen. Sonst gar nichts. Das ist... Boah. Warte, ich gehe mal rüber zu Chris. Chris, deine Worte hierzu. Ja, ja, ich würde nur sagen, ich würde mich nicht da an die Kante stellen, weil das ist schon ziemlich... Die Kante. Raum.
Also das sieht schon, oh Gott, das sieht richtig geil aus. Das ist geil. Das ist einfach, man kann es gar nicht begreifen, weil das ist... Wodurch wird das jetzt geformt? Durch den Wasser, durch den Nur durch den Colorado River wurde hier dieser... Alter, das ist Wahnsinn. Wie hoch der mal früher war. Ja. Ein Insekt auf meinem Finger. So, wo sind die anderen? Okay. Da, ich sehe Alex. Das ist gut. Also ist Michi da an der Klippe? Michi, nein! Ja, ich habe mich jetzt hier mal an die Kante begeben. Einen Moment, ich setze mich mal. Wenn mir jetzt mein Handy aus der Tasche rutscht, ne, das wäre extrem kacke. So. Ja, boah. Okay. Es ist der Hammer. Es ist soweit. Da hinten stehen die Kollegen schon. Mit denen geht's jetzt runter. Das wird geil. Das wird geil. Natürlich hat der Kameramann für euch eine Kommt ins Interview. Ich freue mich mega. Wir sind unten. Oh Gott, war das geil. Wahnsinn. Jetzt ist der Helikopter da hinten geflogen. Zwar nur sehr kurz, einmal nur direkt runter, aber die Aussicht, der Hammer. Also, ganz ehrlich, wenn man auf der Skywalk war und auch den Rest hier gesehen hat, schon geil. Aber der Heliflug in den Grand Canyon, unbeschreiblich. Der Wahnsinn. Die beiden anderen sind gerade noch im Film. Ja. Michi auch noch? Hi. Irgendwas zu sagen? Atemberaubend und super. Du, Alex. Super. Aber super. Ich will es mir auch was sagen. Das ist geil. Geil. Nochmal. So. Gamma schwenken. Ich möchte hier wohnen. Du willst hier unten wohnen? Okay. Warum? Ja, ich habe die ganze Zeit so einen geilen Ausblick. Du hast aber die ganze Zeit einen Helikopter von deiner Haustür umfliegen. Ja, nicht genau. Im Tal, Junge. Ja.
Nicht der ganze Grand Canyon ist kommerzialisiert. Ich bin sicher. Ich hoffe es. Oh Mann. Das ist der Wahnsinn. Lass mir ganz ehrlich, mir fehlt die Worte. Ja, ich bin immer noch bei der Videoaufnahme dran. Keine Ahnung, ich will mehr sagen, aber mir fehlen die Worte. Wir fliegen gleich nochmal. Und dann geht's wieder hoch. Und dann will ich wieder runter und wieder hoch. Ich will die ganze Zeit mit dem Teil fliegen. Das ist der Wahnsinn. Boah. Also ganz ehrlich, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Am Anfang war mir echt ein bisschen mulmig, ne? Ja, weil das Ding ein bisschen gewackelt hat, ne? Ja, nee, generell erstmal, das ist neu. Ich bin direkt neben dem Fenster, ne? Und guck dann so. Ich sag's vorne! Ja, Junge, du hast deine Armaturenbrett vor mir. Ich hab direkt. Klippe! Trotzdem geil. Ich hab Höhenangst, oder? Ja, das war die 20-minütige Grand Canyon Colorado River Tour. Ich finde immer noch die Worte. Das ist ein Wahnsinnsurlaub. Also, ja, wow. Das Beste ist, jetzt geht's mit dem Helikopter wieder hoch. Juhu! Helikopterflug 2.0, los! Das war sie, die letzte Helikoptertour. Leider der Flug vorher noch viel zu kurz. Aber einfach nur unglaublich schön. Wir fehlen immer noch die Worte. Oh Mann, ey. Jetzt geht's wieder zurück zum Mini-Airport und dann fliegen wir mit unserer kleinen Chestnut wieder zurück nach. Wie ist der genaue Ort? Irgendwas mit B. Egal. Fliegen wir wieder zurück nach Las Vegas. Dann haben wir noch die Bustour wieder nach Hause. Naja, und nach einem Mal dann kurz mal frisch machen, geht es dann weiter Richtung Bellagio. Da gibt es nämlich noch einen heute Abend, ein kleines Abendbuffet. Das wird doch so teuer. Aber egal, wir sind nochmal hier und wir müssen dann klarkommen, dass es hier halt leider etwas teurer ist in Vegas. Aber geil. So, kurze Pause. Jetzt wird das Landpaket ausgepackt, was wir hier bekommen haben. Das ist im Preis bedingt dürfen. Und zwar noch ein Sandwich, warte. Ein Sandwich. Mayonnaise. Ja, Mayonnaise, super. Zen. Unboxing. Ein Papiertütchen. Ich glaube, ist das nicht Zucker? Nein, das ist irgendein. Ich glaube, das ist ein. Eine Serviette. Genau. Pringles. Ein paar Pringles. Produktplatzierung. Genau. Ein paar Cookies. Famous Amos, auch Produktplatzierung. Und ein paar Äpfel. Fertigdinger. Fertigdinger. Klar, Äpfel zum Selbstzubereiten gibt es ja auch noch, ne? Scheiße. Fertigäpfel. Genau, Fertigäpfel. Jetzt geht es zum letzten Mal mit der kleinen Chestnut. Ich weiß immer noch nicht, was das für eine ist. Auf jeden Fall geht es mit der jetzt wieder schön zurück Richtung Las Vegas und dann wieder mit dem Tourbus zurück nach Hause zum Hotel. Und dann noch Abendprogramm einkaufen und. Und da steht sie wieder.
Und schon. Ey, du kleines Arschloch, das habe ich gesehen. Ja, wir sind wieder zurück. Das war eine sehr interessante Postur jetzt auf dem Rückweg. Vor allem der Verkehr, der ist heute super hier. Und warum? Weil heute nichts anderes hier in der Stadt los ist, außer die Eröffnung der Eishockey-Liga, glaube ich. Auf jeden Fall geht hier irgendwas wieder mit Eishockey wieder los. Und hier ist die Hölle los. Das Lustige war, der Busfahrer war deutsch und wir haben ihn die ganze Zeit auf Fluchen hören. Auf Englisch und auf Deutsch. Geil. Naja. Vorsicht. Ja. Das ist eine Limo. Pläne für heute. Gibt's spezifische Pläne? Essen. Erstmal Fotos machen, Sachen hochbringen. Essen. Was ist Nachessen? Keine Ahnung. Nochmal essen. Also wirkliche Pläne gibt es heute nicht. Wir gucken, dass wir heute dann noch irgendwie zur Ruhe kommen. Und eventuell nehmen wir die Kamera nochmal mit für heute. Ansonsten haben wir morgen unseren ersten Tag, wo wir komplett ausschlafen können. Geil. Naja, und dann ist auch schon wieder die nächste Tour. Dann, ja. Bis gleich.